Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von ich öffne ein Pack. Aber nein, nicht diese. Aber wir sind bald soweit. Bald ist es soweit. Und zwar jetzt eine Ankündigung. Und zwar wird Thomas, ich hoffe, die Ankündigung mache ich jetzt nicht falsch, aber eigentlich hatte er das vor. Ja, eigentlich hat er mir gesagt, er macht das. Und zwar nicht die Packs vorbestellen. Das heißt, ihr werdet hier ein Pack-Opening von den neuen Packs sehen. Ich werde mit dabei sein und werde ein bisschen erklären, was es mit den Karten auf sich hat, was sie euch bringen, in welchen Punkten sie euch helfen können, Legend zu werden. Ich war zwar in meinem Leben noch nie Legend, aber ich quatsch so gern vor mich hin. Nein, also wir öffnen weiterhin ein normales Pack, auch wenn die Musik gerade so episch war. Gucken, was One Pack per Day, wollte ich gerade sagen, genau, One Pack per Day, so ausspuckt. Und zwar ist es eine Common und eine Rare. Okay. Aber eine Golden Common, also 50 Staub, 70 Staub, 80 Staub, 85 Staub, yay. Dschungelpanther, nette Arena-Karte, und ab und zu in manchen Midrange-Huntern gesehen, das war's dann aber auch. Direwolf, sehr starke Zoo-Karte, weil man halt einfach das Board spammt, dann mit dem Direwolf das Positioning macht, in einem Totem-Schaman kann man sicherlich auch spielen. Lifespawn habe ich schon einiges zu gesagt, nette Priesterkarte, zusammen mit, Verdoppeln des Lebens und wieder Angriff auf Leben. Ach, Verdoppeln des Lebens und alles so und heilen und wieder hochheilen und wieder attacken. Ganz toll und lustig, aber nicht gerade competitive. Ghoul. Nein. Nein. Einfach nein. Er bringt einfach nichts und ihr braucht ihn nicht. Peacekeeper, eine sehr relevante Karte in einem Midrange-Paladin. Sehr relevant. Sie ist so stark, das glaubt ihr gar nicht. Und zwar, euch liegt ein Boom gegenüber. Ihr denkt euch, shit. Aber ihr entdeckt euch nicht mehr Shit, weil dann ist der Boom nur noch ein 1-7, ne? Und dann ist er totgenervt. Und ich bedanke mich für den heutigen Part. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao.